So Leute, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Mega Man mit dem dritten Teil. Wir wollten jetzt eigentlich hier den dritten Teil starten. Oh Gott, ich habe Maus im Bild und wir haben kein Intro. Warum haben wir kein Intro? Schreibt man die Passwort zusammen, also Password? Naja, was soll's. So. Gab's hier den Trick mit dem... Nee, Select ist Quatsch. Start gedrückt halten oder so, dass Mega Man die Friese nicht mehr auf hat. Tja, wurscht. So, wir haben Sparkman, Snake Man, Needle Man, Top Man, Shadow Man, Magnet Man, Gemini Man und Hard Man. Mit welchem fangen wir denn an? Du bist einer der Elementarhelden, so viel weiß ich. Nehmen wir einfach mal Top Man. Top Man klingt gut, der ist top. Sieht schon so komisch aus. Leute, ich gehe wieder blind an die Sache ran, also an alle, die meinen, mir hier Vorschriften machen zu müssen. Naja, Vorschriften macht mir ja keiner. Aber der hier meint zu sagen, du bist voll schlecht, weil weiß doch jeder, an der und der Stelle musst du das und das machen. Nee, möchte ich gleich mal mich von sowas entfernen, weil es Schwachsinn ist, weil ich dieses Spiel halt echt... Ich habe es einmal als Let's Play gesehen, der hat es aber auch blind gemacht. Also, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel und ich bitte das zu respektieren, dass ich keine Ahnung habe. Komm. Froschis. Sind das überhaupt Frösche? Ich glaube, es soll irgend sowas wie ein Frosch sein. Was bist du denn für einer? Schmeiß mit Kreiseln. Auf jeden Fall kann man sich an ihm... Das ist mal wieder so einer der Charaktere, bei denen man sich voll tanken könnte. Theoretisch, wenn man es denn wollte. Und könnte. Weil ich habe jetzt so lange kein Mega Man mehr gespielt. Wenn ihr mal überlegt, wie lange das jetzt schon her ist. Wo ich denn da hoch? Ach stimmt, ich kann hier jetzt hier dashen. Oh, das ist cool. Das ist cool, das ist neu. So, komm. Ja, ich habe auf einen Heilgegenstand gehofft. Sich runterfallen lassen ist eigentlich nie so die beste Wahl bei Mega Man. Was bist du denn für einer? Panzerfahrer, Helmi hier. Ich weiß ja, als Mädchen. Mediator. Sag mal, was ist denn hier jetzt für eine Blink-Action? Ich habe echt das Gefühl, die haben hier die ROMs einfach nur neu aufgesetzt. Also, da gehören die ja schon für verprügelt, ne? Hier so eine Art schlechten Emulator zu bauen. Oder war das in den Originalspielen auch so? Weiß es nicht. Ich habe die Originalspiele zu meiner Schande nie gespielt. Kann ich die nicht zerstören? Doch, die kann ich zerstören. Was sind denn das für Headcrabs? Und warum slowt es gerade so runter? Slowt gerade echt runter. Sind das die Gegner oder habe ich hier einen falschen Modus an? Man hat gerade auf Strom sparen. Moment, das prüfe ich kurz mal nach. Wir sehen uns gleich wieder. Also, Leute. Mein Laptop war auf wirklich voller Leistung. Das ist tatsächlich hier das Spiel, das da ein bisschen in die Knie geht. Also sowas finde ich unverwerflich. Ja. Sowas finde ich extrem verwerflich, wenn man hier so ein Spiel neu aufsetzen möchte. Und das Einzige, was man daran ändert... Ihr seht, ich habe gerade einen Triple Shot gemacht, ne? Also nee, sowas finde ich gehört sich echt nicht. Wenn man hier so ein Spiel neu aufsetzt, dann sollte man auch dafür sorgen, dass frühere Bugs rausgemacht werden und nicht nur das Spiel einfach neu machen, weil man es kann, um Geld zu verdienen. Mal abgesehen davon, dass ich gerade extrem schlecht spiele. Kann ich mir nicht immer mal so ein großes Hilfding geben? Und ich versaus jetzt richtig. Also ich versaus richtig nicht. Ich habe mich gerade nicht selber bestätigt, sondern ich versaus richtig. So. Nur damit ich das nochmal klarstellen kann. Ja, ich bin ein bisschen übermüdet derzeit. Das merkt man mir auch an. Ich weiß es. Ich krieg von dem Ding auch jedes Mal eine gewischt. Das werde ich auch, glaube ich, ewig kriegen.
Baggerfahrer, Met. Helm, Met. Ich weiß auch nicht, was das soll. Geil, Slowdown und... Ja. Jetzt haben wir ja gleich wieder die Katze vor der Tür. Seit wann können die eigentlich rennen? Konnten die doch früher nicht. So, hier ist jetzt Katzen-Action angesagt. Gibt's für die Katze irgendeinen Trick? Besser spielen wahrscheinlich. Der Trick schlechthin. Aber nee, ich glaube... Wenn ich Game Over bin, mache ich eine andere Stage. Zuerst. Weil die hier, die missfällt mir noch etwas. Für den Anfang. Der dritte Teil ist, glaube ich, auch nicht leicht. Aber er soll gut sein. Also, wenn ich mich richtig erinnere, soll er gut sein. Ich meine, ich verlasse mich hier auf Hörensagen, Mann. Ich habe irgendwie gerade totalen trockenen Hals. So, komm. Ich hätte den Teil hier echt ohne Pause zu den anderen beiden Teilen spielen sollen, die ich gemacht habe. Bisher gemacht habe. Ich habe ja vor, noch mehr zu machen. Ich hätte, glaube ich, echt auf dem ersten Teil stehen bleiben müssen. Aber hier, das sieht schon danach aus, als ob diese Stage dafür ausgelegt ist, dass man irgendwas hat, um nach oben zu kommen. Oder haben wir irgendwas? Nö. Oder Moment, wir gehen mal auf Next. Können wir das schon? Nee. Ansonsten hätte ich nämlich... Ja, von hinten kommt schon gleich der Nächste. Jetzt seid ihr hier im Halbwirren. Nee, ihr seht, wie das runterslowt. Also das sind so Sachen, wo ich sagen muss, ich empfehle euch die Legacy Collection eindeutig nicht weiter. Weil das einfach Sachen sind, an denen gespart wurde. Einfach bloß um Geld zu verdienen. Da hätte ich mir mit dem Emulator wahrscheinlich was Besseres getan. Ne, jetzt bin ich glaube ich Game Over, oder? Ich hoffe's. Ja. Zurück zum Stage Select. Gut, fangen wir mit dem anderen an. Kommt. Wen können wir denn nehmen? Wir nehmen... Nehmen wir den. Der sieht irgendwie komisch aus. Ich mag ihn. Ich weiß auch nicht, welche Waffe gegen wen hier effektiv ist. Ich kann mir daraus auch nichts ableiten, leider. Okay. Killer-Pinguine im Weltall? Welcher Dreijährige hat sich das denn ausgedacht? Doch, ich meine, schlecht finde ich es nicht. Es ist, sagen wir mal, anders. Nicht unbedingt schlecht. Ich meine, Killer-Pinguin im Weltall. Hollywood sichert sich diese, hätte sich das sonst garantiert gesichert. Da schwöre ich drauf. Okay, mit dem Controller muss ich noch darauf achten, dass ich nicht dashe, wenn ich es nicht will. Okay, der erste ist ein bisschen hoch. Ich sollte mir vielleicht irgendwo einen Mega Man-Experten suchen, aber ich glaube, Big Doom Train, der hilft nur Matty. Der rettet mich hier nicht. Ich glaube, der kann mich hier auch gar nicht retten, so schlecht wie ich spiele. Ist ja schon peinlich. Ich kann froh sein, dass ich so eine nette Community habe. Und seht ihr eben, wollte ich schon wieder nur nach rechts gehen, aber bin geslidet. Das liegt aber daran, dass ich den Controller so komisch halte. So ein bisschen schräg. Und da passiert es, dass ich da solche Fehler mache, versehentlich. Bin fast schon wieder tot, ne? Ein Bildschirm gewechselt schon. Protoman. Ich
Hat er uns geholfen? Hat uns geholfen? Komme ich da rüber? Nee. Beziehungsweise wahrscheinlich wäre ich da tatsächlich rübergekommen und hätte eine Bonuswaffe gekriegt, wenn ich bereits ein Dings gehabt hätte. Bereits ein Rush. Das bedeutet, eventuell werde ich das hier sogar zweimal spielen müssen. Und Sachen zweimal zu spielen, ihr wisst es, ich mag es nicht. Ja, immerhin laden sie mich wieder auf. Das ist so der kleine Trost, den sie mir zugestehen. Gegner, die in einem drinstehen. Schlimm ist das. So. Oh, Mann. Ich hier nicht irgendwie... Nee. Da oben dran komme ich garantiert nicht ohne eine Waffe. Stellenweise schon ein bisschen nervig. So. Zumindest durch die komme ich mit dem Quick Laser ganz gut durch. Oder kein Quick Laser. Quick Blaster. So, stimmt. Muss ja mir hier erst den Weg freiballern. Mega Man ist schon recht brutal, oder? Ich meine, der schießt hier harmlose Roboter-Quallen. Sowas. Das sind ja keine Quallen, das sind ja... Ach, wie heißen sie denn? Ihr wisst, was ich meine. Sowas wie Quapsel. Ich komme gerade echt nicht auf das Wort. Ah, was soll's. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Nächte wirklich... Seit einer Woche echt nicht gut geschlafen. Und dann nehme ich hier Mega Man auf. Das ist vielleicht nicht die beste Kombination. Und warum komme ich da nicht durch? Ich wünschte echt, ich hätte ja eine andere Waffe bereits. Ich hab's geschafft. Ich gehe da nicht wieder runter. Nie mehr. Tu ich mir nie mehr an. Da habe ich nicht gesagt, wenn ich sterbe, will ich das Level nochmal machen, habe ich mir anders überlegt. Ja, ich muss ja früher oder später. So, was bist du denn hier für ein Pinguin-Transport? Vorteil ist, man kann sich an solchen Gegnern, die wirklich ein einfaches und auch stabiles Muster haben, kann man sich super wieder aufladen. An dem hier jetzt eher weniger. Aber es liegt auch mehr dran, dass ich so kacke spiele. Vielleicht schießt da jemand einen Pinguin. Ja, perfekt. Also hast du noch einen für mich? Okay, ich muss ihm scheinbar auf die Rübe zimmern. Sag mal, der hält aber auch aus, ne? Ja, gerade mal wieder aufladen. Ist noch ein Mega Man für mich. Also wenn man farmen will. Hier der Pinguin-Transporter. Stopp. Ja, wenn ich mir jetzt noch hier so ein E-Tank oder sowas geben wird. Oder zumindest irgendwas, was mein HP wieder erträglich auffüllt, dann wäre ich zufrieden. Komm, nochmal ein großes. Dann bringe ich dich um. Ja, ich hab Pinguin-Transport. Verdammt. Es lohnt sich nicht, für diese Kleinen vorzustürmen. Sag mal! Drop mal aber nichts Großes, ne? So. Wieder ein bisschen aufgeladen. Vielleicht... Ich meine, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dieses Eichhörnchen namens Mega Man, das ernährt sich sehr, sehr mühsam. Ach man, dieser Pinguin, der gefällt mir nicht. Ich meine, ich habe nichts gegen Pinguine. Pinguine sind niedlich, aber... Nee. Der hier ist schon so ganz leicht ätzend.
Ganz, ganz leicht. Ja, bitte einen Gefallen und stirb. Nicht du, Mega Man. Wo wirft er mich raus? Wieder am Anfang, ne. Mach ich mal das Spiel zurücksetzen. Ja, ist okay. Leute, erster Part von Fails gekrönt. Mit wem soll man denn hier anfangen? Needleman, Shadowman, Magnetman, ich nehme mal Shadowman. Ja, machen wir einen auf Naruto, töten die Ninja, nein. Sachen mit blind runterfallen, finde ich schon mal doof. Aber blind runterfallen bedeutet im Zweifelsfall, dass man diese Stage machen kann, ohne dass man Waffen dafür braucht. Also irgendwie Jet-Dings, Rush-Jet oder sowas, braucht man alles für so ein Level im Zweifelsfall nicht. Das spricht für mich so ein bisschen dafür, dass wir hier tatsächlich Proto-Man haben. Ach so, diesmal hilfst du mir nicht, ne? Nee. Proto-Man hat eigentlich ein total einfaches Muster, aber selbst dafür bin ich heute zu doof. Nee. Ich glaube, Proto-Man tötet Mega Man. Mega Man-Fans aus aller Welt enttäuscht, ich hätte drunter durchsliden müssen. Ich gewöhne mich aber auch nicht dran an das Sliden. Kann ich hier eigentlich ein Chart-Spiel machen? Nur mal so nebenbei. Nee, ihr habt, glaube ich, gesagt, dass der im vierten Teil dazu kommt. Auf jeden Fall wüsste ich, habe ich keinen Knopf dafür. Ich darf nicht so dicht an den Viechern dran stehen. So, jetzt kommt wieder Proto-Man. Piept schon so ein bisschen in den Ohren. Sag's ja, theoretisch, wenn man weiß, wie er geht, ist er total nicht springen, Mega Man. Ich bin sehr froh, dass sie an der Mechanik nochmal gefeilt haben. Ich glaube, ich muss Maddie recht geben. Man merkt mit jedem Spiel so ein bisschen die Evolution und dass er mir keinen HP-Teil gegeben hat. Finde ich ja schon ein bisschen frech. Ich finde es ja interessant, diese ganzen Roboter. Muss das Ding ja kaputt machen? Ich kann es nicht kaputt machen. Diese ganzen Roboter hier in Mega Man sollen ja eigentlich irgendwo mal einen Nutzen gehabt haben. Oh Gott, noch mehr von denen. Welchen Nutzen haben diese mit den Augen und diese Handgranaten? Muss ich das verstehen? Und warum geht das Licht aus, wenn ich unter einer Glühbirne stehe? Fragen über Fragen. Doch Mega Man gibt uns keine Antwort darauf. So, jetzt bin ich runtergefallen. Bin ich jetzt? Hier kriege ich Waffen, super. Heißt es... Spricht eigentlich auch dafür, dass ich hier eine Waffe durchaus haben könnte, mit der es leichter geht. Was mir auf jeden Fall auffällt, es gibt weniger... Ja, so große Heave-Packages, wollte ich sagen. Schmeißt ihr mich wieder am Anfang raus? Dann werde ich mal... Ne, er schmeißt mich nicht am Anfang raus. Ich mache hier trotzdem mal einen Save. Was? Ich habe doch einen Next. Ach, verdammt. Hätte ich die andere Stage doch machen können. Oh. Rush Coil ist das, ne? Sowas sagt einem aber auch keiner. Sowas steht auch nirgendwo. Wahrscheinlich im Booklet oder so. Hier
Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an diese kleinen Heftchen, die man damals zu den Spielen dazu bekam. Die Jüngeren dürften sich nicht mehr dran erinnern. Gibt's die heute immer noch? Nee, so Booklets? Ich meine so, klar, so Bedienungsanleitungen und so. Springen, Mega Man, nicht rutschen. Oh Gott. Leute, wie lange geht die Aufnahme schon? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz nach. Viel zu lange. Leute, lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben und beim nächsten Mal versuchen wir es einfach nochmal. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.